Stell dir das vor. Du stylst dich besonders gut, um mit deinen Freunden auszugehen. Und du denkst, du siehst fantastisch aus. Aber denken das auch andere? Hast du dir schon mal gewünscht, du könntest Gedanken lesen? Vor allem die der Männer. Was denken sie über deinen Stil? Wenn ja, dann schau dir dieses Video an. Mach den Test und finde heraus, was Jungs über dich denken, wenn sie dich sehen. Wähle einfach eines der drei Bilder, die auf dem Bildschirm erscheinen, aus und notiere dir die Punkte, die du für deine Wahl bekommst. Am Ende des Videos berechnest du deine Gesamtpunktzahl und dann wirst du wissen, ob du bei Jungs so ankommst, wie du denkst. Die Wahrheit kommt dann nämlich ans Licht. Bist du bereit? Na dann lass uns loslegen! Das war's schon. Aber bevor du gleich dein Ergebnis erfährst, lass uns herausfinden, was Männer am Stil der Frauen lieben. Musst du eine Brille tragen, weil du kurz- oder weitsichtig bist? Moment mal. Willst du etwa andeuten, dass du dich dafür schämst? Brauchst du nicht. Ich habe eine tolle Nachricht für dich. Männer lieben Mädchen, die eine Brille tragen. Man sagt, dass solche Mädchen ein Geheimnis verbergen. Außerdem wirken Mädchen mit Brille sehr selbstbewusst und sie unterstreichen mit ihr ihre Individualität. Viele Männer können nicht anders, als auf eine Frau zu achten, die einen roten Lippenstift trägt. Aber auch rosa Farben haben solch eine Anziehungskraft. Allerdings solltest du dich von kräftigen, unnatürlichen Farben fernhalten. Sie verscheuchen uns Männer. Erkennbar ist, dass viele Männer vor allem zarte Armbänder an den Handgelenken der Mädchen mögen. Massige Armbänder, die mit Strasssteinen besetzt sind, bringen Männer nicht dazu, dir zu folgen. Was geflochtene Armbänder betrifft, so sind Männer nicht besonders begeistert von ihnen. Viele Männer finden Smoky Eyes bei Mädchen heiß. Allerdings stehen wir Männer auch auf ein natürliches Make-up. Es sieht so aus, als ob du überhaupt kein Make-up trägst. Generell solltest du keine übermäßig kräftigen und hellen Farben auftragen. Viele Männer gaben bei Umfragen an, dass ein solches Make-up unattraktiv wirkt. Verbringst du Stunden damit, dein Haar zu zähmen, um es attraktiv lockig zu machen? Du brauchst dich nicht weiter bemühen. Männer mögen Mädchen mit Zöpfen. Diese Frisur verleiht deinem Haar eine interessante Seite. Natürlich sind saubere, glänzende, lockere Haare auch schön, aber Zöpfe sind eben Zöpfe. So ziemlich jeder Mann findet, dass das Damen-Tanktop-Oberteil die beste Erfindung der Menschheit ist. Jetzt bitte nicht falsch verstehen. Also Tanktops zeigen Schultern und Arme.
Außerdem sitzen die meisten Tops fließend und ziemlich locker. Es sieht so aus, als ob sie ein Geheimnis verbergen. Und Jungs lieben so etwas. Was komplizierte Muster mit einer Fülle von Spitzen und Schleifen betrifft, die verwirren uns Männer nur. Es wird dich wahrscheinlich nicht überraschen, wenn ich sage, dass Männer verrückt nach High Heels und eleganten Schuhen sind. Andererseits gibt es auch einige Männer, die Turnschuhe an einer Frau noch attraktiver finden als Stilettos. Männer mögen es, wenn eine Frau eine kleine, feminine Handtasche bei sich hat. Sportliche Rucksäcke sind auch okay, wenn der Kleidungsstil des Mädchens dazu passt. Aber unnötige Big Bags sind definitiv unattraktiv. Es ist vielleicht keine große Neuigkeit, dass Männer Frauen in Strümpfen gut finden. Aber interessant zu wissen ist für dich wahrscheinlich, dass einige Männer die Kniestrümpfe gut finden. Vor allem, wenn sie zu einem kurzen Rock und Stiefel getragen werden. Was mögen Männer wohl eher? Die gute alte Baseballmütze oder einen stylischen Filzhut? Ja, der Filzhut ist auch okay. Aber vermeide seltsame Hüte mit Katzenohren, also jegliche Übertreibung. Aber lass uns jetzt zum sehnsüchtig erwarteten Teil kommen. Dein Ergebnis. Wenn du 0 bis 30 Punkte hast, denken Männer, dass du reizend bist. Sie freuen sich bei dir zu sein und Zeit mit dir zu verbringen. Willst du aber mehr Aufmerksamkeit erregen, dann probiere etwas Neues aus. Mach etwas, das du noch nie getan hast. Warum nicht mal High Heels anziehen und endlich den blutroten Lippenstift auftragen, der schon seit Ewigkeiten in deinem Regal liegt? Wenn du 35 bis 65 Punkte hast, finden Männer dich schön. Sie schätzen deinen Stil und deine Art. Du weißt, wie man sich kleidet und was angebracht ist und versuchst immer deinen Stil entsprechend der Situation zu wählen. Wenn du 70 bis 100 Punkte erreicht hast, denken Männer, dass du verdammt heiß bist. Sie drehen die Köpfe nach dir um. Egal wohin du gehst, die Aufmerksamkeit der Männer ist dir garantiert. Auf der anderen Seite könnte es sinnvoll sein, wenn du ab und zu ein wenig reduzierst. Du könntest die Leute um dich herum blenden. Bist du mit deinem Ergebnis zufrieden? Was denkst du darüber? Schreib es in die Kommentare unten. Gib diesem Video ein Like und teile es mit deinen Freundinnen, die sich ihres Stils nicht ganz sicher sind. Oh, und wenn du jetzt noch auf Abonnieren klickst, kommst du direkt zur Sonnenseite des Lebens.